Hallöchen, Freunde, willkommen zum 61. Retro-Sonntag heute mit She or Die von EA aus dem Jahr 1990 für den Amiga. Gab's aber auch für DOS-Computer, für den C64 natürlich und für das NES. So, ja, die Amiga-Version, die kenne ich auch noch recht gut, obwohl ich mit der C64-Version groß geworden bin und die recht gut und oft gespielt habe damals. Deswegen aber jetzt mal die Amiga-Version, weil die ein bisschen hübscher aussieht. Was? Das gab's im C64 nicht hier. Okay, egal. Ja, es geht um Ski-Action, Ski-Hasel und Jagertee bei Almenrausch und Pulverschnee. Ach, wie hübsch. Und das ist Rodney, unser Skibudenbesitzer, der uns hier einweist. Brauchen wir nicht, wir können alles selbst. sagte er und landete im Krankenhaus. Ja, hier gibt es Schneeballschlacht, es gibt Abfahrt, es gibt die Halfpipe. Es gibt Stunt-Skispringen, würde sagen, wir fangen mal mit der Halfpipe an. Warum nicht? Gucken, ob ich da was reiße. Ich hoffe, die Steuerung ist noch hier ähnlich wie auf dem C64. Da könnte es sogar sein, dass ich was reiße. Und schauen wir einfach mal. Am coolsten fand ich eh immer Skispringen. Und jetzt geht's los. Sind wir das da in der Mitte? Sieht ja cool aus. Nee, ich glaube, das ist war unser Tutor. So, und direkt Brain Dead Poseur, genau. Das ist unser Skilehrer oder unser Snowboardlehrer, der uns hier in einer Tour beleidigt, wenn wir schlecht sind. Ja, und jetzt müssen wir hier einfach Stunts ausführen. Springen. Kann ich das noch? Ja. Super, 5 Punkte, gar nicht schlecht. So, ein bisschen hier gleiten am Rand. Go for it! Keep pumping, dude! Hey, guckt euch das an! Ja, guckt euch das an, so macht man's nicht. Mit dem Kopf in den Schnee. Go work the lifts. Und hey! I don't know you or your dog. Voll der Idiot ist das. Wake me when you get serious. So, das sieht doch schon besser aus. Hey! Tja, er grinst sich einen da oben. Rent some snowshoes. Oh, ich krieg da keinen Looping hin. Sieht echt sehr nice aus für 1990. Okay, 2 Minuten sind um. Trickbonus 400, das war, wie erwartet, extrem schlecht. Nein, reicht. Die Steuerung ist nicht einfach in dem Spiel, muss ich sagen. Ist ein bisschen unpräzise teilweise. Ja, ich versuche mich jetzt hier rauszureden. Wir machen jetzt Skispringen, Acro Aerials. Ja, wie die meisten sicher wissen, She or Die ist der Nachfolger von Skate or Die aus dem Jahr 1987. Muss ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwann im Retro-Sonntag spielen. Passt eigentlich ganz gut zum Sommer, wenn wir irgendwann mal in den Sommermonaten hier in die Rubrik reinnehmen. Und jetzt Skispringen. Der in der Mitte sieht aus wie Yogi Löw. Höchste Konzentration. So. Wir starten und den Joystick immer links und rechts, damit wir an Höhe gewinnen. Und wenn wir gut sind, ja, können wir bis in den Weltraum springen. Hey, gar nicht mal schlecht für den Anfang. Naja. Yogi gibt uns eine 4,4 und der Typ von eben ist auch wieder dabei. So, nochmal. Jawoll. Und komm, noch die Schraube. Das kann sich doch sehen lassen. Yes! Guckt euch das an. 9,0 von Yogi Löw. Der Applaus ist uns sicher. So. Krieg
Kriegen wir auch eine 10, wenn wir gut sind. Oh, das war natürlich zu wenig Höhe jetzt. Yes. Selbst für einen Absturz noch so gute Noten. Bin ich fast schon ein bisschen überrascht von mir selbst gerade. Jawohl, und ich würde gerne mal diese Schraube und diesen anderen Sprung zusammen machen, aber ich glaube, dazu reicht die Zeit irgendwie nicht. Okay, einen machen wir noch. Und dann gehen wir mal zur Abfahrt rüber. Okay. Hey! Das war... Obwohl ich wenig Höhe hatte, gar nicht mal schlecht. Okay, einmal noch, einmal noch. Der wäre echt gut geworden. Und... zack. Ah, der Winkel nicht richtig. Och Mann, das ist so schwer. Einmal noch, einmal noch. Ich möchte das endlich mal schaffen. So, einmal, zweimal, dreimal und hepp. Das ist gut. Hä? Ey, ihr habt sie doch nicht alle. Ja, ja, höchste Konzentration. Das war jetzt eigentlich der beste Sprung. Und die geben mir so doofe Noten. Blöde Punktrichter, wie im echten Leben. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu. Downhill. Na, Downhill. Ja, Abfahrt mit gesteigertem Risiko. Wir fahren einen sehr, sehr steilen Berg nach unten, müssen dabei Stunts machen, Sprünge und werden wahrscheinlich pausenlos auf die Schnauze fallen, wie ich früher auch immer. Aber ich sag mal wieder, ich gebe mein Bestes. Jawohl, fallen wir erstmal vom Himmel, klar. So, Schuhe binden und ab geht's auf die Piste. Und hier, wir hinterlassen hinter uns eine Schneise der Verwüstung. Ah, Alter, ist die Steuerung schwammig. Oh, die Empfindlichkeit ist extrem hoch. Spring! Yes, stopp. Natürlich sollten wir auch nicht zu lange trödeln. Aber auch nicht zu schnell unterwegs sein, sonst haut's uns gleich auf die Schnauze. Und Jumpy! Auf die Hütte! Geil! Ach du Depp! So, da oben rechts über der Uhr seht ihr übrigens das damalige EA-Logo. Damals hieß es noch ECA. Ah, nicht... Okay. Hey, schlag mich gar nicht schlecht bisher. Oh, Mist! Bisher. Oh! Also die Empfindlichkeit des Joysticks ist hier extrem hoch. Ich kann den wirklich nur so leicht anditschen. Sonst biege ich viel zu stark ab. So. Spring schon! 450 Trickpunkte. Wahnsinn. Ziel! Er hat genug, wie man sieht. Geiler Sound. Okay, nein, nicht mehr. Zahlreiche Knochenbrüche davon getragen. Ich denke, wir brauchen mal was, um uns ein bisschen zu erholen. Und schauen mal bei der Schneeballschlacht vorbei. Eps. Snowball Blast. Ja, hier geht's darum, refreshen, Rotzgören, Schneebälle an den Kopf zu schmeißen. Und das wird dann von Level zu Level mehr. Mehr Kinder, mehr Schneebälle. Wir dürfen uns selbst nicht so oft treffen lassen, sonst sind wir irgendwann geeist. Und los geht's. So. So. Hey, in your face, Punky. So. Ja, so sahen Skitouristen 1990 aus. Hauptsache schön Neon, die Jacken. Ist kein Scherz. Das trifft sehr gut wieder. So, dieser Stern gab unendlich Schneebälle für eine gewisse Zeit. Hi, Eisbär. Eisbär mit einer Bermuda-Short. Was hier alles rumläuft. Da kam noch der Yeti, glaube ich, kam auch noch zwischendurch vorbei. Und irgendwelche Skifahrer, die sich beschweren. Das ist der Yeti! Weiß nicht genau, was der bringt. Ich glaube einfach Bonuspunkte. Ja, es war alles noch sehr arcadig damals. Es ging dazu, darum, viele Punkte zu erreichen. Das Spiel hat ja auch eine Highscore-Liste. Schwinde! So. Noch 27 Kids.
Und noch 265 Schneebälle. Da kommen ja zwischendurch auch immer wieder, genau, Schneehaufen. Da können wir wieder Schneebälle nachtanken. So. Hab dich. Und rechts oben am Kompass sieht man, aus welcher Richtung Kinder kommen. Hey, Skifahrer! Der hat gemeckert gerade. Schmeiß dir mit dem Schnee rum, wir wollen hier Skifahren. Skifahren. Jo, Skifahren ist das Leibernste, was man sich nur vorstellen kann. Schöne Grüße nach Österreich an dieser Stelle. Ich weiß, ich kann den Dialekt nicht wirklich. Trotzdem, ein schönes Lied. Komm schon. Mach. So, noch 8 Kids. Noch 7. Noch 6. Ja, wir müssen halt möglichst darauf achten, dass wir da oben rechts sehen wir eine Spielfigur. Oder jetzt nicht mehr. Jetzt sehen wir nur noch einen Schneehaufen da oben. Irgendwann sind wir selbst ein Schneemann und dann ist das Spiel Game Over. Und ja. Diese Schaufel sollten wir immer nehmen, da werden wir uns, können wir uns wieder ein bisschen freischaufeln vom Schnee. Aber irgendwann kommen dann so viele Kids in den späteren Levels, dass man keine Chance mehr hat und irgendwann zum Schneemann wird. So. Am Schluss muss man oft lange warten, bis mal wieder Kinder kommen. Hi, Eisbär! So. Immer noch 2. So, 1 noch. Komm. Am besten hier vorne. Hab dich! Nee, es war kein Kind. Es war irgendein... Ja, ein Kind schon, aber ein Schlittenkind. Kein Rotzgör, das hier mit Schnee um die... in die Gegend schmeißt. So. Hi, Yeti! Na komm schon, lass nicht so lange auf dich warten, du Kind, du. Da, endlich. Zack. Bonus for clearing level. So, jetzt bin ich hier fast komplett eingeschneit inzwischen. Fast ein Schneemann und gleich ist das Spiel auch vorbei. Es kommt hier auch leider keine Schaufel mehr, um mich mal zu enteisen. Verschwinde! Ah, weg mit dir. So, in meiner Verzweiflung hier die letzten Kinder wegballern. So, du kriegst auch noch einen rein und gleich sind wir... Ja, you mean Snowed Frosty? Ja, in meinen Spitzenzeiten hatte ich mal 15.000 oder sogar 20.000 Punkte. Lange her. So. Nein, nicht mehr Practice. Wir gehen mal... 2 Disziplinen haben wir noch. Oder eine? Eine haben wir noch. Wir haben schon fast alles gespielt. Wir haben noch, Inner Tube Thrash. Ja, hier, gleiten wir oder schlittern wir einfach auf einem Gummireifen eine Piste runter gegen einen Computergegner. Und wir müssen einfach mehr Punkte als der schaffen und, glaube ich, auch erst im Ziel sein. Fand ich jetzt nicht so eine ganz gute Rubrik. Aber auch ganz nett. Wie gesagt, am besten fand ich Abfahrt, obwohl es so schlecht war, und Acro Aerials. Los geht's! So, wir gegen Lester. Der Lester in seinem knallroten Gummireifen. So, zwischendurch gibt es hier immer Upgrades, die wir einsammeln sollten. Luftpumpe zum Beispiel. Das ändert dann alles irgendwie unser Verhalten auf der Piste, dass wir schneller gleiten und präziser gleiten vor allem. Hau ab, Lester! Okay, bisher bin ich vor ihm, punktemäßig. Alter! Fall nicht. Jetzt nicht mehr. Der hat ganz schön gepunktet jetzt. Alto Belli. Warum sammelt der so viele Punkte ein? Ich hätte auch gerne ein paar. So, immerhin, ich bin zum ersten Ziel. Yeah! Genau, das gibt noch einen kräftigen Bonus. Ich habe gewonnen! Super, doppelt so viele Punkte. Ja, ein relativ kurzes Vergnügen, aber war damals schon echt top. Ich kann mich noch erinnern, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Auf der Verpackung von der C64-Version waren Screenshots der Amiga-Version abgedruckt, was ein bisschen
blöd war von EA. Bisschen Kundenverarsche. Die C64-Version sah auch gut aus für C64, aber halt nicht ganz so wie hier. Ja, wir haben alles mal gesehen. So viele Disziplinen sind nicht. Das Compete All ist dann ja komplett alles abspielen und hier quasi eine Meisterschaft anzutreten. Und ja, Skate or Die kommt dann in den nächsten Monaten, wenn Sommer ist, dann auch nochmal. Jetzt sage ich danke hier beim fürs Zuschauen beim Retro-Sonntag und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüsschen.